Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Eine weitere Quest wartet auf mich, wer hätte das gedacht? Danke, Fremder. Aarhus sagt, ohne euch hätte ich mich nicht erholt. Ich bin solche Verletzungen nicht gewöhnt. Normalerweise kann ich gut auf mich selbst aufpassen. Ich habe keine große Lust, diesen Borke erneut zu begegnen. Dann werde ich ihn töten. Sag das nicht so leichtfertig. Ein Borker ist nicht leicht zu besiegen. Ich würde tatsächlich entspannter durch den Siede streifen, wenn ich wüsste, dass der Borker weg ist. Überlegt euch das gut. Ich will diese Kreatur zwar tot sehen, aber ich würde dazu niemals euer Leben aufs Spiel setzen. Ich habe keine Angst. Wenn ihr entschlossen seid, ihn zu besiegen, sage ich euch, wo ich ihm begegnet bin. Aber seid auf der Hut. Ich will euch schließlich nicht in den Tod schicken. Der Borker hat mich im östlichen Siede angegriffen, südlich des Flusses. Lebt wohl. Ich kümmere mich um dein Problem. Das werde ich machen. Keine Sorge. Ja. Einer schönen Dame kann ich doch keinen Wunsch abschlagen. Deswegen lasst mich losziehen, die Dolche wetzen und einen Borker abschlitzen. Wobei ich auch schon eine Milliarde Borker hier getötet habe. Aber der eine Borker, der ist natürlich noch da hier im Siede und ist noch weiterhin super gefährlich. Also bin sehr gespannt, wer mich hier gleich erwartet, also wie der dann aussehen tut. Taten, Tieten, Tuten, Tat. So, hier, Boggart, Junge. Ja, Boggart sind keine Gegner. Ha, zack, abgeblockt, ne? Hättest du nicht gedacht, dass ich so einfach dich wegblocke. Oh, guck mal, da ist noch eine Sound-Pfeil, wollte ich sagen. Da ist noch ein Audio-Secret. Wie nennt man das nochmal? Ein Stein. Während die Gestaltgeberin die Ebenen mit Hügel und Weizen überzog und der Baumeister die Wüsten mit sorgfältiger, ruhiger Hand formte, stand der Dritte der Majestätischen in der irdenen Wiege und betrachtete den Glanz ihres Werks. Er war der Architekt und er trug einen Traum in sich, die Form des Wachstums. Eine von der Natur geschaffene Form, einen Ort des wilden Überflusses in vollkommener Harmonie. So, da kämpfen wir gleich gegen einen Borker. Falls ihr euch fragt, wie so ein Borker aussieht, so. Aber es ist nicht der Borker. Es ist nicht der eine Borker. Es ist ein anderer Borker. Auch nicht ganz so schwach auf der Brust, aber... der ist wirklich gar nicht mal so schwach. Schwach war der jetzt wirklich nicht. Ich habe es zwar relativ easy hingekriegt, aber er war nicht schwach. So, der Borker, den ich suche, der versteckt sich hier nochmal ganz woanders. Da ist er. Okay. Er scheint auch wirklich ein bisschen stärker zu sein. Hat einige Boggart-Pestträger dabei, sind auch... nicht viel, aber stärkere Boggarts auf jeden Fall. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich den Kampf gewinne. Wow, jetzt geht's ja ab hier. Wow, Jungs. Jetzt mach mal ruhig hier. Erstmal Sumpfborker. So, ist erledigt. Und jetzt du? Auch erledigt. So, Sumpfborker. Boah, wie viel weggekickt. Fast 100%. Essenz des Schicksals bekommen. Auch das ist ja ganz nett.
So, Borka-Jagd, Leute. Haben wir abgeschlossen. Borkas sind hier nicht mehr. Zumindest dieser eine Borka ist hier nicht mehr. Seidenwickel, ah, Zauber. Auch nicht so meins. Na gut, dann lass mich zurückkehren. Dann, ja, weil dieser Borka auch nur bedingt stärker, hatte mehr von den Boggarts um sich herum gehabt. Und deswegen war ein klein wenig. Aber ansonsten, naja, war ja alles nicht so schlimm. Haben wir hinbekommen. Jetzt können wir ihr sagen, hey du, ich habe deine Queste beendet. Hallo. Eure Feinde sollten euch nicht unterschätzen. Es ist nicht leicht, ein so gefährliches Monster zu besiegen. Bitte nehmt diese Belohnung. Mein Herz ist nun nicht mehr mit Furcht erfüllt, wenn ich den Siede betrete. Danke. Dann auf bald. Was gab's denn? Na gut. Ein Stufenaufstieg, den gibt's. Und ich kann auf jeden Fall meine Sinnesschärfe, Alchemie, Spielekunst werde ich mal erhöhen, weil dass ich da noch ein wenig nachlege. Und Raffinesse. Habe ich ja gesagt, ich will meinen Bogen ein bisschen weiter skillen, denn ihr beschwert euch auch immer, dass ich zu wenig meinen Bogen benutze und da passt es eigentlich gerade sehr gut, dass ich Jäger bekomme als Talent. Erfolgreiche Schurken bezeichnen sich gerne als Jäger gefährlicher Beute. Verstohlenheit, Fernangriff und zielsichere Treffer auf anatomische Schwachstellen lassen sie häufiger kritischen Schaden verursachen. Na dann werde ich mal eine Runde Jäger. Warum nicht? Ein bisschen mehr Schaden mit dem Bogen kann nicht schaden. Schaden kann nicht schaden. Okay. Eine Folge der dummen Sprüche. Soll das aber nicht werden. Deswegen lasst mich mal überlegen, was wir jetzt als nächstes tun an Quests. Ich hatte ja gesagt, ich würde ganz gerne... Lasst mich mal die Wichthöhle noch schnell machen. Einfach, damit wir diese Nebenquest abgeschlossen haben. Wo ist denn die? Ja, die ist doch auch hier im Siede. So, lasst mich mal hier diese Straße entlang und dann looten wir noch die, ja, die Gichthöhle. Die Wicht mit Gichthöhle. Und probieren hier auch mal gleich meine neue Zugkraft aus. Wow, okay, also wenn es dann echt in den hohen Trefferanteil geht, dann also Volltreffer, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, ne? Also wenn ich hier echt mit 200 reinballer, dann ist der Bogen aber auch wirklich nicht zu verachten, muss man ja sagen. Ja, und die haben jetzt dieses Vieh hier gefressen. Haben sich da ganz schön dran gelabt. Schön reingeballert hier. Wow. Also manchmal bin ich schon wie eine Maschine. So. Ui. Ach, hier gibt es den Loot direkt vor dem Dungeon. Das ist ja nicht schlecht. Oh, robustes Großschwert. Das ist ja nicht schlecht. Und Goldmünzen. Da dachte sich das Spiel, ha, warum diese Höhle clearen, wenn man doch auch einfach davor schon die Loot mitnehmen kann. Gut, ihr seid gekommen. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Ein Kodok hat sich in dieser Höhle eingenistet. Wir müssen ihn finden und töten. Der Kodok lässt die Wichte von Rundamir die Leichen beschaffen, von denen er sich ernährt. Deshalb überfallen sie im Siede Reisende. Wir müssen ihn finden und vernichten. Na dann, los geht's. Wie kann ich helfen? Ja, was ist denn so ein Kodok eigentlich? Kodok sind widerwärtige Bestien, die sich von Leichen ernähren. Aus irgendeinem Grund dienen Wichte den Kodoks bereitwillig als Soldaten und versorgen sie mit frischen Leichen. Hütet euch vor Kodoks. Ihr Speichel ist tödlich. Alles klar. Seid auf der Hut.
Der Biss eines Wichts kann eine hässliche Narbe hinterlassen. So macht man das, damit du mal gesehen hast, wie man hier die Action startet. Oh Gott, schwer. Ah, ich sehe schon. Ah, schade. Wie kann ich helfen? Gar nicht. Seid auf der Hut. Geh aus dem Weg. Der Biss eines Wichts kann eine Geh beiseite, Junge. Was ist das? Immer noch Blut? Achso, der Scherbenhaufen dort. Kranke Wichte. Wie kann ich helfen? Seid auf der Hut. Der Biss eines Wichts kann eine hässliche Narbe hinterlassen. Was sind das eigentlich für Gestalten? Sind das Feien? Ich glaube, das sind Feien, diese beiden hier, oder? Ha. Lass mich ganz kurz mal in mein Inventar gucken, ob ich noch irgendwas habe. Nee, schade. Ah, ich muss ein wenig besser mit meiner Gesundheit umgehen. Okay, da ist das böse Wesen. Wow, ja, ja. Heidewitzka. Gerade schon mal den größeren Heiltränke. Aber den Krudok kriege ich auf jeden Fall. Oh Gott, die kriege ich auf jeden Fall noch down. So, Krudok. Azurit Feienklingen. Na, hat es jetzt auch nicht so gelohnt. Und ein paar Dolche. Es ist vollbracht. Der Krudok ist tot. Jetzt müssten die Wichte ihre Überfälle einstellen und der Weg nach der Türe ist wieder sicher. Danke für eure Hilfe. Ich hätte das Monster alleine nicht besiegen können. Das ist mir klar. Dann ein andermal. Deswegen bitte gerne. Ich helfe sehr gerne, wo ich kann. Ja, ich denke einfach, so langsam kriege ich hier auch keinen guten Loot mehr raus. Also ist es auch wirklich für mich langsam mal im Moment vielleicht nicht ganz uninteressant, mich an die Storyquests mal zu wagen, um mal in der Spielwelt voranzukommen, in andere Gebiete zu kommen. Wo ich auch nicht nur gegen wichtig, also wieder neuere Gegner, höheres Level an Gegnern, wieder besseren Loot, um meine Ausrüstung auch einfach wieder weiterzuentwickeln. Das findet ja gerade überhaupt sehr selten statt. Oh Gott.
Oh, trotzdem was Blaues bekommen. Wartet mal. Chakrams der Gier. Ah, mit Eisschaden drauf. Ansonsten, glaube ich, auch was für die Rüstung, oder? Gab es da nicht auch was Neues genau hier? Ja, es macht. Kraft. Kraft. Stahl. Hm. Die neuen Chakrams mal ausprobieren. Ja, der Volltrefferscham bei den Chakrams, ne, der ist natürlich nur so bedingt. Also Chakrams sind ganz geil gegen so große Gegner, wo man dann echt mit einem Chakram-Wurf so 10-mal gefühlt trifft. Ich muss halt gucken, über welchen Baum ich Chakrams skillen kann, weil ich finde die eigentlich als Waffen total spannend. Aber ich muss halt noch gucken, worüber ich die mal so richtig skillen kann. Ah, stimmt, ich bin ja wieder mal verflucht und muss dringend zu einer Heilerin. Und nochmal Mittel. Oh, fuck, echt, ich drück viel zu schnell. Immerhin gibt es nochmal Loot, ey. Aber ja, ich muss dann auch echt dringend jetzt zu einer Heilerin als nächstes. Aber ich habe doch gerade nochmal eine ganz gute Waffe bekommen. Also zumindest mal eine blaue Waffe nochmal. Ah, nee, eine Hose war es. Eine Hose dürfte es gewesen sein, die mit dabei war. Ja, Raffinesse. Ja. Hat auch ein bisschen mehr Volltrefferschaden. Oh, jetzt bin ich doppelt verhext. Okay, das ist jetzt leicht. Also das sollte ja dann wohl klappen. Dankeschön. So, von hier aus kam ich. Also müsste hier dann der Weg aus dieser Höhle hinaus sein. So, dann ab nach Didenhiel. Ab nach Didenhiel und ganz schnell dafür gesorgt, dass sich mein Körper ein bisschen rehabilitiert. Sagt man das überhaupt so? Ich weiß es nicht. Gold habe ich ja genügend. Da draußen lauern Banditen. Mir ist mir egal, ich habe gegen Wichte gekämpft. Braucht ihr Heilung? Ab mit euch. Auf. Dankeschön. Auf.
Ich hau ja schon ab. Wenn ich direkt mal hier bin, dann würde ich auch sagen, lasst mal bitte mein Inventar durchgehen, weil super viele Sachen bekommen, vieles davon bringt wie immer nichts. Eichenzepter weg, robustes Großschwert weg, das weg, Bogen der Hammer behalte ich weg, Feinkling weg, weg, weg. Ja, echt viele Items aktuell weggegeben, aber ich brauche auch gerade echt nicht so viel mehr. Das ist aber eigentlich nicht schlecht hier. Weil die geben halt nochmal Erfahrungsbonus, Volltrefferschaden, Giftresistenz, Giftschaden, mehr Lebenspunkte. Finde ich eigentlich bald besser, die Seidenernter. Weg mit den Schattenwickeln. Mal schnell verkaufen alles. Da draußen lauern Banditen, trotz der Pest. Ja, Banditen, ne? Das sind ja wieder mal welche, die machen ja sogar vor der Pest nicht halt. Glaubt man nicht, oder? Glaubt man erst, wenn man sieht. Die Wasser von Loch. Kann ich euch helfen? Wollt ihr schmieden oder alchemistisch tätig? Nö, ich will erstmal 47.000 Gold von dir. Was hast du sonst eigentlich so Schönes hier? Boah, nicht so viel Gutes. Sein. Ihr dürft gerne unsere Einrichtung. Ihr könnt jederzeit wieder. Kein Problem, ich habe vor allem erstmal eingekauft bei dir. Auch so ein paar Lebensregenerationstränke, also diese, die über die Zeit laufen. Das ist dann in Kämpfen ganz angenehm, wenn immer ein bisschen Leben nachtickt. Finde ich das eigentlich ganz angenehm. Okay, jetzt haben wir wirklich mal einiges abgearbeitet. Ich glaube, jetzt gehen wir wirklich mal der Hauptquest nach. Die Mysterien meines Schicksals sind weitaus komplexer, als Agath dachte. Nach dem Tod eines anderen Schicksalswebers bat er mich, gemeinsam mit ihm einen alten Schrein aufzusuchen. Er hofft, dort mehr darüber herauszufinden zu können, was mit mir geschehen ist. Ja, dann lass uns das mal machen. Denn ansonsten, ich habe so viele Nebenquests gemacht, ich muss auch mal in der Hauptquest wieder weiterkommen. Sonst kommen wir hier einfach nicht zu Potte. Ich meine, so sehr ich das mag, hier und da ein paar Abenteuer am Wegesrand zu erleben. Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, was ich gerade meinte. Jetzt kann ich nämlich bei Konsumgut hier meine einfachen Tränke der Lebensregeneration nutzen. Genau. Und bekomme Smooth-Lebenspunkte zurück. Die mich in so einem Kampf einfach schon gut über Wasser halten. Das tickt schön hoch. Und ich weiß, ich könnte mehr shielden, aber egal. Tod ist tot.
Ich glaube, da vorne war doch auch eine Ortschaft, oder? So war mir zumindest. Als ich das letzte Mal hier war, ist hier nun auch schon ein paar Minuten her. Ich meine, es gab hier auch eine Ortschaft. Was ist denn das hier für ein Lager? Auf jeden Fall gibt es hier noch eine Quest. Oh, derjenige hier ist tot. Hauptbuch der Kriegsgeweihten. Bei diesem Leichnam finden sich Einsatzbefehle aus der Schildringfeste. Hauptbuch der Kriegsgeweihten. Nehme ich mal mit. Ja, gibt eine Quest. Schlachtruf. Ich mag es, wenn Truhen praktisch gar nicht verschlossen sind. Oh, Kürass der Legion. Och, Macht-Item. Na, und ein Stab. Na, immerhin. Items! Ja, irgendwelche... Oh Gott! Au, au! Alter Verwalter, du haust ganz schön zu. Also die Ettins haben die hier überfallen. Oh Gott, die Dolche sind schwer beschädigt. Wartet mal. Inventar. Ich habe auf jeden Fall noch ein Reparaturkit dabei, das weiß ich. Schön während des Kampfes schnell angewendet. Oh, da vorne ist noch ein Tonstein. Oh, da wird auch gekämpft. Keine Angst, ich bin dabei hier, Bruder. Gut, dass ihr hier seid. Ich dachte schon fast, ihr wärt nur ein Hirngespinst gewesen. Willkommen bei den Ruinen von Dellach. Warum sind wir hier? Weil ihr aus irgendeinem Grund in der Lage seid, das Schicksal zu verändern. Hier drin kann ich einen Blick auf das gesamte Gewebe werfen und herausfinden, wie ihr in es hineinpasst. Und ist das der Ort? Ja. Es mag nicht sonderlich beeindruckend wirken, aber in diesen Ruinen befindet sich das Theater des Schicksals, das alte Zuhause der Schicksalsweber. Kommt mit mir. Niemand kann sagen, was uns dort unten erwartet. Was ist das für ein Ort? Dies sind die Ruinen des Theaters des Schicksals. Hier haben die ersten Schicksalsweber gelernt, das Gewebe zu deuten. Und sie haben uns ihre Weisheit im Schicksalsstein hinterlassen. Ich hoffe, der Stein kann mir sagen, was ihr seid. Ah. Gehen wir rein. Macht keinen Lärm. Ja, ich komme auch gleich nach. So kurz seine Zeit an unserem Hof, so lebendig sein Leben. Er verkörpert die Kraft, die Männlichkeit. Er rettete Prinzessin Luna, um sie zur Frau zu nehmen. König der Männer, Prinz der Leidenschaft. Ja.
Der Prinz der Leidenschaft. Wow, nicht schlecht. Das meine ich aber auch. Gut gekämpft. Das Theater des Schicksals. Na, ich bin ja gespannt, was uns hier drin erwartet. Naja, erstmal eine weitere Höhle. Seit dieser Ort verlassen ist, haben sich hier einige seltsame Bestien niedergelassen. Bleibt nahe bei mir. Dieser Ort ist schon so lange verlassen, dass einige Schicksalsweber glauben, er sei nur Legende. Naja, vor allem gibt es hier eine Menge Ettins. Wartet mal, da muss ich mal mit ein paar Buffs ran. Also, wir nehmen mehr Schaden, mehr Erfahrung, Blutungsschaden. Krafttrank. Und ein bisschen Regeneration. So, damit ihr mal ein bisschen siehst, wie hier die Action losgeht. Tränke halten zwar nicht lange vor, aber sie sind auf jeden Fall für die Zeiten, in der sie laufen, sehr, sehr praktisch. Schon wieder so ein Tier gefressen. Also die scheinen hier sehr lecker zu sein, sehr heiß begehrt. Nicht für jeden Ette natürlich immer gleich hier die volle Trankladung raushauen, aber ich muss auch demnächst echt nur mal reparieren gehen, sehe ich gerade. Heieiei. Immerhin einen großen Heiltrank gab's und... Oh, sehr leicht. Sehr leicht ist immer gut. Naja, leider aber auch dann kein so guter Loot, wenn es schon sehr leicht ist. Vater kann uns das gesamte Gewebe des Schicksals enthüllen. Und wir können nichts tun, um es zu ändern oder seine Schrecken zu verhindern. Nun, zumindest können es die meisten von uns nicht. Das ist ja interessant, Leute, oder? Finde ich auch. Deswegen würde ich sagen, dieses Theater des Schicksals, das schauen wir uns in der nächsten Runde mal genauer an. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hatte wieder viel Spaß und bedanke mich fürs Zuschauen, ihr lieben Leute. Und bin sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Und dann werden wir das Schicksal entwirren. Und zwar in der nächsten Runde Kingdoms of Amalur. Vielen lieben Dank, haut rein und gehabt euch wohl. BB, bis zum nächsten Mal, euer Hyuga.